Mein Name ist Joe Bausch. Das Gefängnis, die Verbrecher, das ist mein Leben. Beim Tatort spiele ich den Gerichtsmediziner. Im wahren Leben arbeite ich als Gefängnisarzt in Werl. Mich hat schon immer interessiert, was macht Menschen zu Verbrechern? Dieser Film handelt von dem ehemaligen Geldwäscher und Anlagebetrüger Josef Müller. Schon früh bringt ihn ein Unfall in den Rollstuhl. Doch das hält ihn nicht auf. Er will hoch hinaus. Dafür nimmt er Familien ihr ganzes Vermögen. Solche Dinge macht man nur, wenn man wirklich kriminell ist. Seine Opfer treibt er in die Verzweiflung. Es wird heiß, es wird kalt. Wir haben hier gesessen, mein Mann und ich. Und also ich habe gesagt, ich hänge mich auf. In seiner Gier lässt er sich mit Drogenhändlern und Waffenschiebern ein. Und dann schreit er mir durchs Telefon, Josef, wenn du Gelder von mir veruntreut oder verloren hast, dann bist du jetzt schon ein toter Mann. Es wären beinahe Kugeln um uns geflogen. Ehrgeizig verfolgt er seine Ziele und wird sogar Honorarkonsul von Panama. Die Macht nach mehr haben wollen, ja, das war Josef und das hat er geschafft. Seine Flucht vor Polizei und FBI ist filmreif. Er jettet um die ganze Welt und entkommt seinen Verfolgern immer wieder aufs Neue. Er sagt, kennen Sie den Film Catch Me If You Can? Sag ich, ja, den kenne ich. Dann sagt er, das sind wir beide. Der Mann ist ein Entertainer. Einer, der den großen Auftritt genießt. Josef Müller, der fleißige Steuerberater, der gierige Geschäftsmann. Die Münchner Boulevardpresse nannte ihn Champagner-Josef. Sein Geld machte er unter anderem mit dem Betrug von Anlegern. Er schaffte es auf die Fahndungslisten des FBI und floh rund um den Globus. Verurteilt wegen millionenschwerer Anlagebetrügereien, verbrachte er 5 Jahre und 4 Monate hinter Gittern. Heute ist er hochverschuldet und lebt fernab der Münchner High Society. Eine Geschichte wie aus Hollywood. Heute ist Josef Müller 61 Jahre alt. Ich bin mit ihm am Münchner Flughafen verabredet. Ich will wissen, wie kam es dazu, dass er sich auf so riskante und dubiose Geschäfte eingelassen hat. Müller erzählt mir von einem Geldwäschedeal für einen gewissen Cruise aus Florida. Sie sind 9 oder 10 Mal mit großen Koffern hier angekommen. Was war damals in den Koffern drin? Also in dem einen Koffer war meine Wäsche und Schuhe und Kulturbeutel für ein Wochenende. Und 4 Koffer waren leer. Und beim Rüberfliegen. Und beim Herüberfliegen hatte ich dort Dollars mit drin. In einen so einen Koffer passte ein 50er und 100er US-Dollarscheine, ungefähr 1 Million. Da hatte ich jetzt mal circa 4 Millionen an US-Dollar bei jedem Flug dabei. Beim ersten Mal, ich weiß es noch wie heute, ich bin am Gepäckband hier in München gestanden und die Koffer kamen so und es kamen nur 4 Stück und der Kleidungskoffer war schon da. 1 Million war weg. Ich wusste gar nicht, was soll ich dem Bruce sagen? Ich war schon wieder schweißgebadet da und dann fing das Gepäckband noch mal an zu laufen und es macht plopp und dann kam der letzte Koffer. Boah, war ich froh. Müller erzählt, 1989 habe er einen Mann namens Bruce kennengelernt. Angeblich der Sohn reicher Werftbesitzer aus Florida. Der soll sein Erbe ausbezahlt bekommen. Allerdings Cash und an der Steuer vorbei. Ein Job für Müller und sein Einstieg in die organisierte Kriminalität. Mit seinem Koffertrick schafft Müller das Schwarzgeld von Bruce nach Deutschland. Insgesamt 40 Millionen US-Dollar.
Doch die stammen gar nicht aus einer Erbschaft. Wann haben Sie zum ersten Mal erfahren, also definitiv und sehr verlässlich erfahren, woher das Geld von Bruce stammt? Bei mir erschienen in meiner Steuerkanzlei im Tal in München am Marienplatz, erschienen bei mir zwei Herren, die sich nicht von der Steuer beraten wollten, sondern die mit mir sprechen wollten. Und die Sekretärin ließ sie vor und sie haben sich dann ausgewiesen als Beamte vom FBI. Die haben mich gefragt, ob ich Bruce kenne. Und dann haben sie gesagt, Herr Müller, jetzt erzählen wir Ihnen die wahre Geschichte. Bruce, der Erbe reicher Eltern, entpuppt sich als Drogen- und Waffenhändler. Und das im großen Stil. Mit einer Speedbootflotte schmuggelt er die illegale Ware quer durch die Karibik. Ich wurde benutzt als ein Drogen- und Waffengeldwäscher. Es ist nicht zu übersehen. Müller ist auch stolz darauf, mitgewirkt zu haben bei diesem großen Coup. Und bei aller Empörung. Müller braucht das Geld. Er will in der Münchner High Society mitmischen. Das ist Ariane Jatnischek. Anfang der 90er Jahre lernt sie Müller in der Szene-Disco Maximilians kennen. Mit ihm verbindet sie eine lange Freundschaft. Ich möchte von ihr wissen, wie es war, mit Champagne Josef die Nächte durchzufeiern. An der Seite von Promis wie Charles Brauer oder Heiner Lauterbach. Zu dieser Zeit ist sie gerade 19. Auf einmal aus dem Nichts heraus war dann der Herr Müller da. Im roten Jackett, ich werde das nie vergessen, das ist 32 Jahre, ja? Ja, der Herr Müller ist ja eine Erscheinung mit viel Energie, mit viel Power. Und auf einmal war er da, mitten auf der Tanzfläche. Und jeder guckte ihn so an, ah, der Herr Müller ist wieder da. Und es wurde ganz still. Es war ja auch mehr die Damenwelt, so in seinen Bann gezogen hat. Und das war seine Herzlichkeit einfach auch. Und seine Dominanz, das kam auch noch erschwerend hinzu. Ja? Aber immer liebdominant. Und das fand ich klasse. Liebdominant heißt, ich führe dich dahin, wo ich dich haben will, aber du merkst es gar nicht so richtig. Geht in die Richtung, ja. Ja, oder? Ja, ja, würde ich schon sagen. Ja, jetzt erzählen Sie, Sie lernen Josef Müller in der Diskothek kennen. Ja. Ich versuche mir gerade, hat er da mitten auf der Tanzfläche mit dem Rollstuhl getanzt? Also er hat sich bewegt und er hat mitgefiebert, er hat geklatscht, er hat uns unterhalten und so muss man sich das vorstellen, ja. Der Sunnyboy im Rollstuhl fällt auf. Er schafft es an einen Tisch mit Schauspieler Horst Jansson und Münchens Oberbürgermeister Christian Ude. Auf ein Foto mit LaToya Jackson. Trifft Edmund Stoiber und wird sogar von Prinz Charles auf dessen Landsitz eingeladen. Es gab ja vielleicht mal eine Zeit, wo Sie gesagt haben, okay, jetzt bin ich wirklich reich. Und bei welcher Summe ist das gewesen? Also ich kann sagen, ich habe mal berechnet, was ich in einem Jahr an Privatausgaben ausgegeben habe. Also für Abend und also da ist kein Auto dabei, gar nichts, okay? Das ist so just for fun, für Anzüge, für Essen, für Champagner, für eigentlich, was man nicht braucht. Eigentlich wirklich nicht. Und da habe ich berechnet, das waren im Jahr 1,2 Millionen. Und so ist es einfach runterzubrechen, hat 12 Monate. Das waren 100.000 im Monat. Mit ausschweifenden Partys erkauft er sich die Gunst der feinen Münchner Gesellschaft. Luxuskarossen und teurer Schmuck. Der Größenwahn von Müller scheint keine Grenzen zu kennen. Er beschäftigt gleich zwei Chauffeure für seine Limousinen. Er hat es geschafft. Als Sohn eines Polizisten wächst Josef Müller in bürgerlichen Verhältnissen auf. Schon früh unterstützt er seinen Vater bei dessen Pensionärsjob als Handelsvertreter. Mit einer Sondergenehmigung erwirbt er den Führerschein schon mit 16 Jahren. Er kauft sich einen Ford Mustang, will auffallen. Es war schon eine schöne Zeit damals. Es war eine wunderbare Zeit, aber
Ja, damals kam in jeder Landdiskothek, hat man damals, jeder Landgaststätte, hat man am Samstag so eine Disco eingerichtet und eine Liveband. Und ich hatte auch eine Band, eine eigene. Wie hieß die? Ich hatte mehrere, die hieß 24. Dann hatte ich eine, die hieß Ora Pro Nobis. Das war so die Zeit Pink Floyd und 10 Years After Love Like a Man. Und da gab das, also es war so die wilde Zeit. Und jetzt. Sie waren der Gitarrist? Ich habe Gitarrist gespielt, ich habe Bass gespielt, Solo-Gitarre und Rhythmus. Groupies hatten ja, Sie? Ja, das war in jedem. Ja, in jedem in Gitarrist jedem, in, ja, und ja. Ford Mustang. Ja. Das war ja damals schon, da waren wir der Womanizer. Und lange Haare. Da war man der Womanizer. Ja, so schaut es aus. Doch eine Nacht im Juli 1973 verändert sein Leben für immer. Ich fahre mit Müller zurück an den Ort jener Schicksalsnacht. Ein Waldstück an der Landstraße. Nur wenige Minuten von seinem Elternhaus im bayerischen Fürstenfeldbruck entfernt. Hier bin ich gekommen von der Diskothek, war übermüdet. Und hier waren diese Leitpfosten. Und ich hatte einen Sekundenschlaf und bin direkt an diesen Pfosten hin. Hab das Fahrzeug dann scheinbar übersteuert. So hat man's, man hat es nie richtig rausbekommen. Aber auf jeden Fall hat das Fahrzeug gedreht und schießt da rein in den Wald. Also Sie waren flott unterwegs. Ja, es war schon. Ich bin damals eigentlich nicht schneller gefahren, aber wenn du von der Fahrbahn runterkommst und kommst falsch auf, dann kracht es. Wenn man mit knapp 18 Jahren, also mit 17, drei Viertel oder so, aufwacht aus der Intensivstation, in der ich im künstlichen Koma war, in einer Spezialklinik in Heidelberg, und sieht einen Mann in einem weißen Kittel gegenüber, ein Professor, der dann sagt, Herr Müller, Ihr Leben, ich sag's mal ein bisschen drastisch, ist vorbei. Ab sofort ist behindert angesagt, ist aus mit lustig, so ungefähr. Dann kommt man schon zum Nachdenken. Man fällt ganz unweigerlich in das bekannte schwarze Loch. Ein halbes Jahr bleibt Müller in der Klinik. Eines Tages, so erzählt er, fährt ein roter Sportwagen am Eingang vor. Am Steuer ein Rollstuhlfahrer. Und das Erlebnis, das war mit mir, man könnte sagen, Schlüsselerlebnis. Das Leben geht weiter, solche Autos kannst du auch fahren, jetzt erst recht. Jetzt brauchst du nur das Geld, damit du dir so ein Auto leisten kannst. Ist diese Erfahrung, die Sie gemacht haben, auch eine Erfahrung gewesen, wo man sagt, ich muss als Josef Müller in meinem Leben mehr Geld haben als ein Josef Müller, der nicht im Rollstuhl sitzt? Erfolg macht Spaß, macht süchtig. Die Leute haben mir auch auf die Schulter geklopft, vielleicht, weil ich das im Rollstuhl geschafft habe. Und so wurde ich immer besser und habe Vollgas gegeben. Ich habe immer meistens vergessen, dass ich im Rollstuhl bin. Ich habe immer irgendwelche Dinge gebucht und dann haben die Leute gesagt, ist überhaupt behindertengerecht? Dann sage ich, warum? Ach ja, ich sitze ja im Rollstuhl. Müller erzählt, seine Mutter sei nie über den Unfall hinweggekommen. Der Vater zeigt selten Gefühle, beginnt aber nach dem Unfall das Haus in Fürstenfeldbruck rollstuhlgerecht umzubauen. Hier in diesem bürgerlichen Viertel ist Müller aufgewachsen. Verabredet bin ich mit Christel Wittmann. Die beiden werden ein Paar, 2,5 Jahre nach Müllers Unfall. Kriminelle Energie zeigt er zu dieser Zeit noch nicht. Hallo, Frau Wittmann. Hallo. Grüß Sie. Gut. Christel, warum haben wir uns hier getroffen? Das war mein Elternhaus, wo wir 1972 gezogen sind. Und zu der Zeit, also später, ca. 76, habe ich Josef kennengelernt. Da hat er mich des Öfteren abgeholt. Wie alt waren Sie da, wenn 16. ich fragen darf? 16. 16. Und der Josef war? 21. Und wie war der Josef? Beschreiben Sie ihn. Nett, immer gut drauf. Also keine schlechte Laune, nicht depressiv, nicht irgendwo in sich gekehrt, ganz im Gegenteil. Im Gegenteil. Einer, der dauernd Gas gegeben hat. Ja. Er wollte alles machen. Also er war so energiegeladen, oder das ist er ja heute immer noch, wo man sagt, das würde jemand, der nicht im Rollstuhl sitzt, gar nicht drauf haben.
Josef Müller absolviert eine Ausbildung zum Steuerfachgehilfen, besteht mit Bestnote. Da ist er 25 Jahre alt. Aber er will hoch hinaus. Und der Erfolg lässt nicht lange auf sich warten. Bald führt er 4 Büros in ganz Deutschland mit über 50 Mitarbeitern. Er ist Teil der Münchner Schickeria, besitzt ein Haus am Gardasee und ein kleines Speedboot. Doch das reicht Josef Müller nicht. Exquisite Reisen nach Acapulco, regelmäßige Abstecher in die Südsee. Der erfolgreiche Steuerberater und seine Christel genießen das Jet-Set-Leben. Bis jetzt verschwendet Müller nur sein eigenes Geld. Doch seine Maßlosigkeit kennt keine Grenzen. Die Beziehung zerbricht. Klar, er hatte dann eine Kanzlei in München, weil er dann gesagt hat, ja, die Münchner wollen nicht nach Fürstenfeldbruck rausfahren. Und er wollte auch immer was Besseres sein. Also er wollte immer nach oben. Also Kleinhäusler war nichts für ihn. Ich war schon immer so, ich wollte schon irgendwann mal Familie haben. Das war schon so mein Ziel. Aber mit der Zeit hat sich rauskristallisiert, dass mit dem Josef Familie, daheim, normales bürgerliches Leben, das wäre für ihn nicht ausreichend gewesen. Köstl verlässt Müller nach 10 Jahren und verliebt sich neu. Später erfährt sie, er hat sie betrogen, unter anderem mit seiner Auszubildenden. Nach der Trennung stürzt sich Müller in die Arbeit und das Münchner Partyleben. Da ist er Anfang 30. Die Bodenhaftung hat er längst verloren. Die Karriere läuft. Müller wird zum Honorarkonsul von Panama ernannt. Eine abenteuerliche Geschichte. 1988 habe er Geschäftsleute kennengelernt. Mit denen hat sich aufgetan, Firmen zu gründen in Panama. Die wollten tatsächlich eine Bank gründen, Banklizenzen, und da muss man schon rüber. Und ich glaube, es kam von General Noriega beim Abendessen oder es kam, ich weiß es nicht, die haben dann gesagt, Müller, möchten Sie nicht unser Land vertreten? Wir suchen so einen agilen Vertreter für Bayern, Baden-Württemberg und ich weiß gar nicht was. Weil wenn Sie es so erzählen, hat man das Gefühl, jetzt waren Sie schon in Panama und die suchten jemanden, der halt einfach hier so mal einen Stempel auf einen Pass oder auf irgendein Visum oder sonst was drauf macht. Aber ich glaube, es war Ihnen doch schon auch klar, dass das natürlich irgendwo eine Auszeichnung ist, die Ihnen ein gewisses Renommee gibt. Ich glaube, es war eine Zweckgemeinschaft, weil die haben ja auch ein bisschen ihren touristischen Aspekt nahegelegt. Und für mich war durch diese Möglichkeit natürlich zusätzlich auch eine gewisse, die haben auch sonst nichts bezahlt, also jetzt irgendwie monatlich irgendwelche Geschichte. Also ich habe es jetzt schon zunutze gemacht und meine Kontakte von damals, die waren schon in Ordnung. Man kommt in Kreise hinein, die dann nicht nur vom Geld her, sondern die diplomatisch sind und die mir schon eigentlich die Tür noch geöffnet haben. Seine Arbeit als Konsul, alles soweit legal. Doch zur gleichen Zeit lernt Müller den vermeintlichen Millionenerben Prus kennen und wird erstmals zum Geldwäscher. Es soll nicht sein einziger Deal dieser Art bleiben. 1993 soll er für eine Gruppe türkischer Geschäftsleute über 100 Millionen libysche Dinare in US-Dollar umtauschen. Wegen eines Geldembargos gegen den libyschen Diktator Gaddafi ist das auf legalem Weg nicht möglich. Müller sieht nur die Millionen und macht eine Bank auf Zypern für den Transfer ausfindig. Doch die Türken werden nervös. Die wollten uns die Augen verbinden, meine Bodyguards wollten sich nicht die Augen verbinden lassen und hin und her. Es gab ein Zeug, es wären beinahe Kugeln um uns geflogen. Also mir war das Ganze, ich habe das Ganze dann abgebrochen. Ist Müller mittlerweile wirklich dazu bereit, für Geld sein Leben zu riskieren? Offiziell unterhält er noch seine Steuerkanzleien. Doch nach Feierabend wickelt er immer mehr kriminelle Geschäfte ab. 1992 fliegt er zum ersten Mal auf. Wegen Steuerhinterziehung und Betruges. Das Urteil: 2 Jahre auf Bewährung. Neben den Steuerkanzleien und der Geldwäscherei beginnt Müller nun auch noch an der Börse zu handeln und verspekuliert sich. Ein Millionenverlust. Jetzt haben Sie ja nicht nur Ihr eigenes Geld eingesetzt, Sie haben ja auch das Geld anderer Anleger eingesetzt.
ich habe mir Gelder von Mandanten geliehen. Und zwar nicht jetzt leihen Sie mir mal Geld, sondern ich habe die motiviert in Devisengeschäfte, in Immobilien. Es ist ja teilweise auch bezahlt worden. Bloß wie es zur Rückzahlung kam, hat sich der Müller das Geld natürlich noch selber ausgeliehen. Okay? Okay. Und habe da Gelder abgezweigt. Und es lief so einfach. Das ist immer höher, höher, höher. Müller kam wieder in den Größenwahn, also ich. Und wie es im Millionenbereich war, hat das schlechte Gewissen bei mir angeklopft. Und ich wusste, ich kann das nie wieder zurückzahlen. 1996 steht Müller erneut vor Gericht. Die Anklage: Betrug in 17 Fällen. Doch die Haftstrafe von 4,5 Jahren muss er nicht antreten. Kein Gefängnis in Bayern ist für Rollstuhlfahrer ausgelegt. Der Haftantritt wird aufgeschoben. Müller bleibt auf freiem Fuß. Von Läuterung keine Spur. Die Zeit in Freiheit nutzt er, um neue Betrügereien zu begehen. Mittlerweile hat er nicht nur das Geld seiner Mandanten verzockt, sondern auch die 40 Millionen aus dem Geschäft mit dem Drogenboss Bruce. Was war Ihr letzter Kontakt mit Bruce? Er wollte ein paar hunderttausend aus seinem Vermögen, dass ich das seiner Frau transferiere. Und da habe ich gesagt, nein, ich kann das nicht transferieren, weil da sind eben Gelder teilweise nicht mehr da. Und dann schreit er mir durchs Telefon: Josef, wenn du Gelder von mir veruntreut oder verloren hast, dann bist du jetzt schon ein toter Mann. Und da bekam ich es wirklich mit einer riesen Angst zu tun. Es bleibt bei der Drohung. Und Müllers kriminelle Geschäfte gehen weiter. 2001 kauft er die Ascania Vermögensverwaltung, lockt Anleger mit glänzenden Renditen und verspielt erneut Millionen. Trotzdem lebt Müller weiterhin im Luxus. Sie sagen, Sie konnten Ihren Mandanten einerseits nicht mehr in die Augen gucken, weil Sie die ja natürlich um mehr Geld gebracht haben. Ja, ja. Auf der anderen Seite haben Sie Ihre persönliche Performance nach außen hin, ja, mit Ferraris und dem Gedöns. Also das Naheliegendste wäre ja gewesen, erst mal kleiner, ja, ja, alles ein bisschen kleiner zu machen. Die Ferrari-Fahrt hat mir keinen Spaß mehr gemacht. Ja, ja, wenn ich schon meinen Mandanten das Geld nicht bezahlen kann, dann sage ich mir, ich verzichte auf den Ferrari, da kann ich einem schon mal ein bisschen was geben. Aber Sie haben das ja nicht gemacht. Und Step zurück, das kann man nicht so einfach machen, okay? Konnte er nicht oder wollte er nicht? Fakt ist, Müller hat sein System noch jahrelang weiterlaufen lassen. Helene Leuker und ihr Mann legen 2004 bei Müller Geld an. Sie wollen ihre Rente aufbessern. Auch die Tochter macht mit. Am Ende sind es rund 80.000 Euro. Müller treffen sie auf einer seiner Werbeveranstaltungen. Wir waren da blauäugig. Und noch dazu, wo ja mein Mann und mein Schwiegersohn und unser Bekannter, die ihn persönlich kennengelernt haben, und die kamen nach Hause und haben gesagt, so ein sympathischer Mann und so ein, hat einen Rollstuhl und der ist so vertrauenserweckend. Das bewahrheitet wieder, dass man jeden nur vor den Kopf gucken kann, dass es innen drin anders aussieht, denn da hatte er ja schon sein System am Laufen. Da hat er ja nur hier neue Leute aufgetan, neue Geldgeber. Und hier unser Bekannter ist ein Beamter, also der kam und hat gesagt, also der ist 100% zuverlässig, da braucht man sich keine Gedanken zu machen. So ist das eben. Am Anfang erhält die Familie die versprochenen Renditen. Als die monatlichen Überweisungen ausbleiben, wird Helene Leuker nach und nach klar, Müller ist ein Betrüger. Ich wusste, es ist unser gesamtes Geld, wo wir viele Jahre drauf gespart haben, ist weg. Und in Anbetracht, dass, da war ich 60, mein Mann, der war 64, dass wir ja nicht mehr im Arbeitsprozess sind. Das heißt, wir haben keine Chance mehr, diesen Verlust irgendwie durch Arbeit wieder aufzuholen. Ich kann Ihnen das gar nicht sagen. Also ich glaube, wir waren beide suizidgefährdet, alle beide. Weil wir gemerkt haben, wir haben alles vor die Wand gefahren. Und auch meine Tochter mit reingezogen, meine Enkel mit reingezogen. Und das hat uns sehr belastet, weil wir es nicht wieder gut machen konnten. Konnten und nicht können. Im November 2014 fängt Helene Leuker Müller bei einer Veranstaltung ab. Er verspricht Wiedergutmachung. Doch bis heute hat die Familie keinen Cent gesehen. Das ist nicht nur Wut, das ist einfach eine Enttäuschung, dass ein Mensch
jemanden wissentlich und bewusst so in das Licht führt, das verurteile ich. Müllers Reaktion? Selber schuld. Er gibt doch nicht alles, was man hat, jemand hinten hin. Also das ist die andere Wenn Seite. Wenn das Vertrauen groß genug ist, gibt man es schon. Ja, also da muss ich, bitte, da muss ich dazu sagen, da gehört schon ein gewisser Leichtsinn. Ich erlaube mir das nicht, aber das haben die Richter auch schon gesagt, da gehört schon rechter Leichtsinn dazu. Ich bin da vorsichtig, weil ich bin ja auf der anderen Seite. Ich bin ja auf der, die man da mit Finger zeigt. Müller schiebt die Verantwortung für seine Taten auch auf seine Opfer. So etwas höre ich als Gefängnisarzt immer wieder. Stattdessen unterhält er mich mit abenteuerlichen Geschichten. Vom Schicksal seiner Anleger spricht er selten. Der Münchner Anwalt Peter Mattel hat neben Helene Leuker weitere Opfer vertreten. Müller behauptet immer wieder, er habe nur die Reichen betrogen. Ein Märchen. Denn Mattels Mandanten sind eher Hausfrauen und einfache Arbeiter. Was Josef Müller gemacht hat, ist Betrug und sonst gar nichts. Und selbstverständlich konnte man nicht ahnen, das weiß ja niemand, wenn ich dir mein Geld gebe, dass er es veruntreut. An sowas denkt man ja gar nicht. Aber es gibt dann immer gewisse Hinweise, dass es vielleicht nicht seriös ist. Man kann sich auch erkundigen, welchen Ruf hat er in dieser Hinsicht. Gibt es wirklich Nachweise über erfolgreiches Anlegen und nicht einfach glauben, was einem jemand erzählt. Umso mehr Geld Müller mit seinen Gaunereien verdient, desto mehr gibt er allerdings auch aus. Anfang 2004 ist Müller finanziell ruiniert. Auch die Haftverschonung wird aufgehoben. Zum ersten Mal muss er seine Strafe antreten. Außerdem ermittelt die Polizei gegen ihn wegen Anlagebetrug und Geldwäsche. Müller gerät immer mehr unter Druck und zieht die Notbremse. Hatten Sie zu dem Zeitpunkt, als Sie dann geflohen sind, das Gefühl, Sie werden möglicherweise Deutschland für lange Zeit verlassen? Ich hatte mir schon vorgestellt, dass ich erst einmal eine gewisse Zeit mich von Deutschland absetzen musste. 12 Jahre sind seit seiner ersten Verurteilung vergangen. Müller droht der Knast. Doch er ist vorbereitet. Ich brauchte meinen Rollstuhl, ein paar Hilfsmittel dazu und ein paar Medikamente, die ich nehme. Und das habe ich mir halt alles besorgt im Vorfeld. Ich bin mit 4 Koffern gereist und mit meinem Handköfferchen Geld. Und es waren 200.000. Wobei 100 von einem anderen Anleger waren und 100 war von mir erarbeitetes Geld. Weil ihm die deutsche Polizei schon auf den Fersen ist, fliegt er im Oktober 2004 von Wien nach London. Großbritannien könnte ihn ausliefern. Also reist er in die USA, landet in New York. In Los Angeles und Las Vegas legt Müller Zwischenstopps ein. Der Mann kann das Zocken nicht sein lassen. Schließlich begibt er sich nach Aventura bei Miami, wo er ein Penthouse besitzt, von dem niemand etwas weiß. Was mir nicht in den Kopf will, wie schafft es ein Mann im Rollstuhl, alleine um den Globus zu flüchten? Müller erzählt mir, er habe sich seine Behinderung zunutze gemacht, das Bodenpersonal seine vielen Koffer tragen lassen. Und weiter, hielt er den Kopf gesenkt, haben die Menschen den Rollstuhlfahrer kaum noch beachtet. Wenn man auf der Flucht ist und sitzt irgendwo im Hotel oder im Apartment und macht den Fernseher an und schaut nach, was berichten die von mir, wo suchen die mich, wie muss man sich das vorstellen? Ich habe am Morgen, wie ich aufgewacht bin in meinem Apartment in Amerika, habe ich immer die Computer hochgefahren und gibt ja Online-Zeitungen alle und da habe ich immer meine Artikel abgesucht und ich war richtig eigentlich enttäuscht, wenn das mal nachgelassen hat. Ich bin zum Beispiel einmal von Miami nach Los Angeles mit dem Auto gefahren, fliegen, das war mir zu gefährlich und habe da drüben Postkarten geschrieben und Telefonkarten gekauft, telefoniert. Also eine neue Spur hinterlegt. Ich hatte ja Zeit, mir war ja ein bisschen nicht langweilig, aber ich hatte ja Urlaubpreise und dann war es mir doch ein bisschen zu heiß und dann bin ich wieder zurück. Und dann konnte ich 3 Tage später lesen, Müller ist in Los Angeles.
Fluchtziel Miami, ausgerechnet. Die Heimat des Drogendealers Bruce, dessen Geld Müller vor mehr als 10 Jahren verzockt hatte und der ihm mit dem Tod drohte. Was mich ehrlich gesagt ein bisschen verwundert ist, in Miami sitzt ein Typ, der, weil sie den um viel Geld beschissen hatten oder sein Vermögen verzockt hat. Ja, beschissen nicht. Beschissen nicht, aber zumindest das Vermögen verzockt hat. Und deshalb hat er sie ihm gesagt, ich schicke dir Kopfgeldjäger und setze eine Prämie. Haben Sie darüber nachgedacht oder war es Ihnen wurscht? Irgendwie habe ich schon Angst bekommen drüben. Habe gedacht, wenn mich jetzt der Bruce sieht am Aventura Shopping Mall oder so, man läuft hier zufällig über Weg. Es ist auch in Amerika, ist zwar groß, aber die Shopping Malls gibt es auch da jetzt. Aventura Shopping Mall gibt es nur eine. Oder beim Restaurant, bei Gutens. Dann habe ich mir schon gedacht, wurde allerdings damals verhaftet und hat 12 Jahre bekommen. Ich habe mir gedacht, es ist gerade so der Zeitpunkt, wo er freikommt. Ich weiß es nicht, es ist nichts passiert. Einer aber war ihm in dieser Zeit immer auf der Spur. Wilhelm Mussauer leitet beim Bayerischen Landeskriminalamt die Ermittlungen im Fall Müller. Er versucht, ihn aufzuspüren, hört seine Telefonate ab. An Weihnachten hat er mit einer Angehörigen telefoniert und hat im Rahmen dieses Telefongespräches mir frohe Weihnachten gewünscht. Herr Mussauer, Sie hören uns ja eh ab und frohe Weihnachten. Ich musste lachen. Ich musste wirklich herzlich lachen, denn tatsächlich hat er im nächsten Moment dann eben wieder so gesprochen und so argumentiert, als hätte er das vollkommen vergessen, dass er abgehört wird. In seinem Fluchtdomizil in Miami lebt Müller ausschweifend. Er nimmt Drogen, bestellt sich Callgirls. Nicht gerade unauffällig. Da gibt es auch verschiedene Hinweise auf den Konten, wo er dann Frauen mit der Scheckkarte zum Bankautomaten geschickt hat. Teilweise tatsächlich mit 3 Karten im Minutentakt. Sprich 2 Uhr 33, 1000 Euro mit der Karte 1. 2 Uhr 34, 1000 Euro mit der Karte 2. Und das konnten wir natürlich dann anhand der Kontounterlagen eben dann auch vollziehen. Doch eines kann Müller nicht verdrängen: die Angst, gefasst zu werden. Mir ging es nicht gut, innerlich. Ich kann nicht sagen, warum. Und ich bin rausgerollt auf meinen Balkon und ich schaue da runter. Und dann packte mich etwas, ich kann es gar nicht anders beschreiben, als Todessehnsucht. Ich wollte meinem Leben ein Ende setzen. Und wollte da runterspringen. Ich kann mich ja mit den Beinen ja nicht als abhüpfen, sondern muss es mit den Händen machen und überlegt, wie ich das mache praktisch. Und in dem Moment, wo ich ansetzen wollte, passierte noch das Krasseste, was mir in meinem Leben passiert ist. Ich hörte rechts hinter mir eine Männerstimme. Und mich friert jedes Mal, wenn ich das erzähle, egal wie oft. Die Männerstimme sagt: Josef, du hast schon vieles gemacht in deinem Leben, aber du warst noch nie feig. Stell dich den Behörden und macht dieser dummen Flucht ein Ende. Müller ist überzeugt, Gott habe zu ihm gesprochen. Auch am tiefsten Punkt seines Lebens fährt er dick auf. Fakt ist, Müller kann nicht mehr. Er beschließt, sich in Deutschland zu stellen. Wirtschaftsdelikte werden in den USA meist härter bestraft. Um nicht vorzeitig gefasst zu werden, kauft Müller einem Engländer dessen Pass ab. Unter dem Namen Leon Dean reist er zuerst nach Jamaika. Ein bisschen Sonne tanken. Anschließend fliegt er wieder zurück nach Europa. Erster Zwischenstopp London. Danach folgt Wien. Von hier aus will Müller nach Deutschland, um sich zu stellen, sagt er zumindest. Doch die Polizei kommt ihm zuvor. Wie lief dann letztendlich die Verhaftung in Wien ab? Also Sie wollten sich zwar stellen, aber letztendlich wurden Sie ja in Wien verhaftet. Ja. Kam das überraschend für Sie? Ja, sehr wohl. Am Samstag, den 16. April 2005, klopft es draußen. Und ich, also
so härter. Und dann denke ich mir, die klopfen aber ganz schön, diese vom Housekeeping, weil die waren noch nicht aufgeräumt. Und gehe raus und mach diese Tür auf. Und dann stehen 10 Beamten draußen. Und eine Frau schrie gleich, wir haben Sie, Herr Müller, wir haben Sie jetzt. Dann sind die in die Nerven durchgegangen, die sind reingestürzt in das Hotelzimmer und haben alles durchsucht. Dann haben meinen Pass gefunden auf Leontin, haben meinen Führerschein gefunden und meine Kreditkarte. Und dann haben sie ein bisschen mit der Angst zu tun bekommen. Und dann haben sie so teilweise den Rückzug angetreten. Und dann kam es mir, Josef, du wolltest dich eigentlich stellen. Und München ist wie Wien, Wien ist wie München. Und da ich ein humorvoller Mensch bin, habe ich mir gedacht, jetzt oder nie, und schreie denen nach beim Rausgehen in dem Bayerisch, hey Burm, ich bin schon der, den ihr sucht. Game over für Müller. Ihm drohen mindestens 8 Jahre Haft. Seine Vorliebe für große Auftritte hat er dennoch nicht verloren. Nach der Festnahme trifft Ermittler Mussauer zum ersten Mal auf den Betrüger. Ich war also quasi vor der Zellentür gestanden, wo der Kollege aufgeschlossen hat. Und ja, dann saß der Herr Müller drin in seinem Rollstuhl und er schaut mich an. Und er sagt, Sie sind der Herr Mussauer, gell? Und er sagt, kennen Sie den Film Catch Me If You Can? Sag ich, ja, den kenne ich. Und er sagt, das sind wir beide. Ich habe ganz genau gewusst, dass Sie mich erwischen. Es war nur die Frage, wann. Er war natürlich... Man muss sagen, er war schon mitgenommen. Und das hat auch gezeigt, dass er mit Sicherheit nicht mehr lange durchgehalten hätte. Im April 2005 wird er in die JVA Stadelheim überführt. Die Anklage: Anlagebetrug in Millionenhöhe. Der Schaden: über 20 Millionen Euro. Die Münchner JVA gehört zu den größten Justizvollzugsanstalten Deutschlands. Um Müller hier unterzubringen, bauen die Behörden die erste rollstuhlgerechte Zelle des Gefängnisses. Wie lange saßen Sie insgesamt hier ein? Meine Verurteilung bestand ja aus hauptsächlich 2 Punkten. Die erste Verurteilung war 96 und dann die zweite Verurteilung, die in ähnlicher Höhe war. Insgesamt, wenn man es zusammengerechnet hat, wären es ja über 9 Jahre gewesen. Ja. Und ich kam kurz nach der Halbstrafe raus. Das heißt also 9 Jahre für ein Wirtschaftsdelikt. Das ist ja schon ein Tötungsdelikt. Aber Sie haben ja immer wieder neue Delikte begangen. Das heißt, so ganz gerecht haben Sie es nicht empfunden. Nein, also wenn Sie alles hätten absetzen müssen, hätten Sie es nicht ganz gerecht empfunden. Ja, ich bin der Meinung nach wie vor, das, was man anstellt oder das, was man, wenn man gegen das Gesetz ist, dann muss Strafe dagegen sein. Und ich empfand die Strafe als gerecht. Das heißt also, es ist wie wenn ich auf eine Herdplatte drücke oder mit irgendeinem, da muss wehtun, weil sonst würde ich nicht wieder draufgehen. Sie waren ja vorher im Münchner High Society Milieu unterwegs. Sie kannten Prominente, die Reichen und die Schönen. Gab es jemanden von denen, der Sie hier besucht hat? Wenn du unten bist, das ist ja nicht nur im Gefängnis so, ja, dann suchst du deine Freunde und findest sie nicht. Okay. Also wohl der wenigstens einen oder zwei gute Freunde hat, wenn er im Mist ist. Kein Champagner, keine Callgirls, kein Kokain. Keine Yachtausflüge mehr. Hinter Gittern erwartet Müller eine ganz andere Welt. Er hat Zeit, sein bisheriges Leben zu reflektieren. Und er sucht nach Antworten, findet Zuversicht in der Bibel. . 2010, kurz nach seiner Entlassung aus der Haft, besucht Müller zum ersten Mal das Christuszentrum. Eine freikirchliche Gemeinde in Olching bei München. Geistlichen Beistand findet er bei Pastor Heinz Patsch. Als er damals kam, war er eigentlich immer noch sehr, sehr suchend. Wo geht's hin? Er hat Hartz IV gelebt. Seine ganzen Freunde haben ihn verlassen. Er hatte ein uraltes Auto, 17 Jahre altes Auto, was ihm jemand geschenkt hatte. Und er war absolut am Nullpunkt angelangt. Viele Leute denken ja, Josef Müller, der spielt wieder. Der nutzt es wieder, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Und ich muss ehrlich sagen, anfangs habe ich auch so Gedanken gehabt. Das ist halt so der Showmaster, der sich jetzt wieder auf christlicher Weise profiliert.
Aber ich kenne ihn sehr, sehr persönlich. Wir treffen uns jede Woche auch oder alle 14 Tage zu einer Männerkleingruppe. Und ich habe gemerkt, dass diese Veränderung von innen raus echt ist. Patsch gibt zu, dass einige Gemeindemitglieder erst skeptisch waren. Mittlerweile soll Müller bei den Gottesdiensten aber gern gesehen sein. Müllers neuer Lebenssinn ist sein Glaube. Er gründet eine Stiftung für missionarische Zwecke. Seine Suche nach Gott, ausgeschmückt mit seinen Ganoven-Geschichten, trägt er regelmäßig vor Publikum vor und polarisiert damit. Ich kann aber auch nicht jedermanns Liebling sein, weil ich muss ganz klar, ich habe auch bei meinen Auftritten, mir passiert es, ich bin erst vor kurzem in Hameln gewesen und dann habe ich eine Mail bekommen, sehr freudig und so, aber schon mit dem Untertitel, die Zuschauer waren gemischter Meinung. Aber ich denke halt, in der Regel ist das Positive überwiegt. Aber ich bin noch eine Zeit aufgewachsen, wo man immer nur auf die Finger geschlagen hat. Also dann weißt du, wie alt ich bin, uralt, okay. Aber ich fühle mich nicht so, weil heute gibt mir einer Kraft. Und von dieser Geschichte fange ich jetzt sofort zu reden an. 400 bis 500 Euro macht Müller pro Auftritt. Von dem Geld bezahle er Mitarbeiter und Reisekosten. Der Rest reiche für ein bescheidenes Leben. Zwei Bücher hat er schon geschrieben. Nebenbei vertreibt er Buttons und T-Shirts, deren Einnahmen an seine Stiftung gehen. Er hat eine neue Bühne gefunden. Ich könnte heute wieder jederzeit gut leben. Oder könnte meine Vorträge nur die machen, die Geld bringen. Oder. Ich könnte es finanziell wieder gut bringen. Für mich ein Geschäft zu machen, ist easy. Ich habe genügend Gedanken, Geschäftsideen. Aber dann würde ich in das alte Leben wieder zurückfallen. Seine Zeit in der Münchner Schickeria ist vorbei. Vom Luxusleben ist nichts übrig geblieben. Josef Müller lebt heute wieder in seinem Elternhaus von einer kleinen weißen Rente und hat über 10 Millionen Euro Schulden. Eine Summe, die er niemals abbezahlen kann. Er gibt sich einsichtig und reumütig und sagt, sein Glaube mache ihn heute glücklicher als alles Geld jemals zuvor. Er warnt vor der Gier nach dem großen Geld. Früher waren es Protz und Prominenz. Heute stillt er sein Geltungsbedürfnis mit seinen Vorträgen. Der Josef Müller ist ein Lebemann. Er braucht die Öffentlichkeit. Als Geldwäscher und Anlagebetrüger ließ er sich auf schmutzige Deals ein und nahm dabei keine Rücksicht auf die Opfer. Es wundert mich nur, dass der Herr Müller immer in irgendwelchen Talkshows aufschlägt und sich da zu Wort melden darf. Und die Leute, die er wirklich betrogen und hintergangen hat, die haben nicht einmal eine Lobby, wo einer herkommt und sagt, wir helfen Ihnen. Er gibt sich geläutert, zeigt aber nur selten Reue. Ich persönlich habe noch keinen einzigen Fall erlebt, in dem ein Betrüger freiwillig dann irgendwie mal irgendwas für die Leute getan hätte, also Geld zurückbezahlt hätte. Ich besitze nichts mehr, hat den Vorteil, heute pumpt mich keiner mehr an. Aber ich besitze nichts mehr und bin mit dem, was ich habe heute, glücklich. Vom Saulus zum Paulus? Kann das sein? Sein Leben lang wollte Josef Müller es allen zeigen. Er wollte der Beste von ihnen sein, auch im Rollstuhl. Dieser Ehrgeiz machte aus ihm einen skrupellosen Verbrecher. Heute gibt Müller sich geläutert. Doch ein bisschen mehr Reue würde ihm als Christen gut stehen.